Genau, in die Richtung, genau. Und du siehst. Herzlich willkommen zurück hier ins Horsch Live-Studio zum nächsten Live-Beitrag. Bevor wir einsteigen, gerne auch hier wieder die Aufforderung, wenn ihr Fragen zum laufenden Vortrag habt, bitte einfach in den Chat schreiben. Wir werden die Fragen dann, soweit es uns natürlich die Zeit zulässt, auf der Bühne beantworten oder dann spätestens auch im Nachgang schriftlich im Chat. Also da bitte die Gelegenheit nutzen, um einfach noch mehr Interaktion reinzubekommen. Ja, unser nächstes Thema dreht sich um Pflanzenschutz. Wenn wir an Pflanzenschutz denken, denkt man natürlich in Europa oft auch an rechtliche Vorgaben, die teilweise an verschiedenen Stellen das Korsett natürlich etwas enger ziehen. Ich denke, dass da das ein oder andere passieren wird, wenn man da zum Beispiel den Koalitionsvertrag anschaut, den die neue Regierung aufgesetzt hat, wo das Thema Präzision im Pflanzenschutz auch ein maßgeblicher Punkt ist und ein maßgebliches Thema werden wird. Ja, wir möchten uns heute mit neuen technischen Ansätzen im Pflanzenschutz auseinandersetzen, haben uns dazu den Professor Dr. Bernhard Bauer von der HSWT in Driesdorf eingeladen. Bernhard, herzlich willkommen hier im Studio. Ja, Bernhard leitet dort den Bereich Pflanzenschutz, Pflanzenbau und Grünland. Und ich glaube, Bernhard, dir liegt besonders auch die am Ende Umsetzbarkeit in der Praxis arg am Herzen. Und ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen, um bei uns hier das Thema bearbeiten zu können. Okay, vielen Dank für die Einführung. Ja, welche neue technischen Ansätze gibt es? Das wird jetzt im Endeffekt nicht so eine arg landtechnische Ausrichtung, sondern bei mir ist es so, ich komme aus dem Pflanzenbau und da liegt eigentlich der Fokus auf die Anwendbarkeit. Was kann man machen? Welche Produkte könnte mir da vorstellen? Wie müsste man die dann dementsprechend möglicherweise auch weiterentwickeln? Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir Pflanzenschutzmengen reduzieren? Der Herr Braun hat es ja vorhin schon gesagt, auch im Koalitionsvertrag, Farm to Fork, ist im Endeffekt ein ganz großer Fokus auch darauf, wie können wir Pflanzenschutzaufwandmengen reduzieren. Und wenn wir uns das jetzt so anschauen, dann habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen, wie wir zum Beispiel unseren CO2-Footprint reduzieren können. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansatzpunkte. Und das erste ist, das kommt Ihnen sicherlich bekannt vor, wenn Sie sich mit CO2 schon mal beschäftigt haben, wir könnten substituieren. Das heißt, wir schauen, dass wir Pflanzenschutzmaßnahmen einfach weg vom chemischen Pflanzenschutz hin zum Beispiel einem mechanischen Pflanzenschutz machen, dass wir eben wieder mehr Hacken und Striegeln und Herbizide dadurch ersetzen. Wir könnten aber auch eine Renaissance des Pflanzenbaus haben, dass wir sagen, okay,
okay, wir erweitern eben die Fruchtfolgen, wäre ebenfalls eine Möglichkeit. Das nächste wäre, wir könnten wieder mehr Bodenbearbeitung machen. Das heißt, wenn wir jetzt meinetwegen phytopathologische Infektionsketten reduzieren oder unterbrechen möchten, dann könnten wir Erntereste irgendwie einarbeiten, schauen, dass wir sie möglicherweise zerkleinern, schneller mineralisieren lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Und last not least müssen wir auch noch ein bisschen Beispiele haben, wie man möglicherweise Insektizide vermeiden können, obwohl ich da offen gestanden zugeben muss, dass ich da heute sehr, sehr wenig oder gar keine Beispiele bringe. Da wäre eine Möglichkeit, dass man ja auch eine Habitatverbesserung machen könnte, irgendwelche Beetlebanks anlegen oder so weiter, dass eben Nützlinge schon im Feld dann irgendwo vorhanden sind. Das wäre die Substitutionssäule. Das sind definitiv nicht die technischen oder landtechnischen Ansätze, die wir dann da im Fokus haben. Schauen wir uns die nächste Säule an, das wäre die Reduktion. Das heißt, wir müssen irgendwelche Techniken anwenden, damit wir weniger Pflanzenschutz ausbringen müssen. Da wäre dann eben diese Möglichkeit, dass wir auf der einen Seite die Applikationstechnik verbessern. Da gibt es verschiedene Ebenen. Schauen wir uns gleich in der nächsten Folie noch ein bisschen genauer an. Und das wäre zum Beispiel, dass wir feste Streifenzonen haben. Das wäre eine Möglichkeit. Das nächste ist, dass wir die Benetzung deutlich verbessern, dass wir weniger Pflanzenschutzmittel aufbringen müssen, aber die gleiche Wirkung dann hinbekommen. Und wenn wir dann noch etwas weitergehen, dann geht es auch darum, dass wir den Bestand durchdringen. Denn wenn wir uns zum Beispiel mit Kontaktmitteln beschäftigen, wo wir vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr den Fokus drauflegen müssen, wenn die Wirkstoffe mit Stoppwirkung möglicherweise etwas am Markt verdrängt werden oder sich ausdünnen, dann müssen wir auch schauen, wie kriegen wir eine tiefe Wirkung in diesen Bestand rein, weil wir können nicht wie in der Vergangenheit etliche Male sozusagen in Schichten den Bestand während der Vegetation dann mit Pflanzenschutz ausrüsten, denn da wird auch die Gesellschaft das nicht so schön finden, wenn wir dann eben sehr oft durch die Bestände durchfahren. Und das Letzte ist, dass wir die Anlagerung verbessern. Im Moment ist, wenn Sie sich an so einen Ackerfuchsspann, so eine kleine Nadel denken, es fällt sehr viel dran vorbei. Und dass wir da eben uns Gedanken drüber machen, wobei da ist etwas, da werde ich ziemlich wenig oder so gut wie keine Ideen haben. Das wäre etwas, wo wir dann irgendwo vielleicht noch auf zukünftige Entwicklungen hoffen müssen. Und das nächste ist, dass wir die Entscheidungsunterstützung hinbekommen, dass wir sagen, okay, wann fahren wir überhaupt? Das heißt, wir fahren nur, wenn wir irgendetwas erkennen. Das wäre zum Beispiel, wenn wir Sagittalflora bekämpfen möchten, also irgendwelche Pflänzchen, die nicht auf dem Feld, zumindest aus einer pflanzenbauerischer Sicht, dann gewünscht sind. Oder wenn wir irgendwelche Symptome sehen, wir sehen, Septoria tritici kommt so langsam, dann fahren wir im Endeffekt dort rein. Dann gibt es Befallsmodelle, die wir uns anschauen können, die oftmals, wenn wir jetzt an Fungizide denken, beziehungsweise an Pathogene pilzlicher Herkunft, dann was mit Wetterdaten zu tun haben. Dass wir eben sagen, die Wahrscheinlichkeit steigt an, dass jetzt eben ein Befall stattfinden könnte. Aber wir sind natürlich schon ein ganz, ganz bisschen weg von dem, dass wir wirklich sehen, ob das Risiko da ist. Denn wir können nicht abschätzen, wie viel Inoculum gerade eben da ist. Das heißt, die Witterungsbedingungen stimmen meinetwegen für eine Septoria tritici-Infektion, aber wir wissen nicht, ob wir dann dementsprechend diese Sporen da haben, die dann eben auch diese Infektion auslösen können. Dann können wir weiterschauen und sagen, okay, wir basieren Pflanzenschutzanwendungen auf Vegetationsindizes. Wo wir eine hohe Bestandesdichte haben, wird die Wahrscheinlichkeit durch das Mikroklima höher sein, dass pilzliche Infektionen eintreten können. Also könnten wir darauf Entscheidungen treffen. Und das können wir jetzt meinetwegen auf Spektraldaten aktueller Pflanzenbestände beziehungsweise aber auch historischer Daten, wenn wir sagen, okay, an dieser Teilfläche war der Bestand immer etwas mit einer höheren Bestandesdichte ausgerüstet oder hier ist ein bisschen lichter, da werden wir eine geringere Befallswahrscheinlichkeit dann haben. Und last not least gibt es noch Dinge, die auf Korrelationen aufbauen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt meinetwegen Bodendaten, wir haben Genotypendaten oder so irgendetwas und sagen dann einfach, an der Stelle sind die Bodenwerte vielleicht Leitfähigkeit höher und deswegen haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit. Aber das müssen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, wie wir das dann im Endeffekt bewerten müssen. Deswegen nehme ich das jetzt auf die nächste Seite mit und möchte das mit Ihnen noch so ein bisschen präzisieren, ein bisschen besser einordnen, wie das dann dementsprechend aussieht. Und wenn wir jetzt zur Applikationstechnik gehen, dann sehen wir, dass wir da so eine Art Dimensionsmodell aufbauen können. Wir haben auf der einen Seite, wenn wir die festen Streifen und Zonen haben, dann applizieren wir möglicherweise, wenn wir an Bandspritzen denken, in Reihen. Das ist eindimensional. Das ist sehr einfach. Das werden jetzt die, die die Applikationstechnik machen, vielleicht ein bisschen bezweifeln, dass es einfach ist. Aber es ist einfach eine eindimensionale Geschichte. Wenn wir über Benetzung nachdenken, Düsentechnik, dass wir optimale Benetzungen hinbekommen, Formulierungstechnik, dann ist es zweidimensional, weil wir denken, der Bestand ist eine Fläche.
Und wenn wir dann in die Bestandesdurchdringung reinkommen, dass wir dann plötzlich einen Bestand als dreidimensional ansehen, wie tief möchte ich eigentlich einen Bestand penetrieren, eindringen mit meinen Tropfen, um dann eben auch eine Wirkung in tieferen Schichten des Bestandes dann unterhalb der Canopy, also der künstlichen Bestandesoberfläche, dann hinzubekommen, dann wird es dreidimensional. Und wenn wir dann die Anlagerung verbessern möchten, dass wir vielleicht Tropfen direkt auf die Pflanze bekommen, ohne dass sie vorbeifallen an einem kleinen Pflänzchen wie ein Ackerfuchsschwanz und dann eben auf den Boden, sozusagen nutzlos, wenn es ein blattaktiver Wirkstoff ist, dann dort platziert werden. Da gibt es dann jetzt nicht eine vierte Dimension oder deswegen habe ich da Fragezeichen hingemacht, weil wir da auch im Moment nicht wissen, wie wir das dann umsetzen können. Aber was wir schon mal festhalten können, wir haben natürlich von oben nach unten, möchte ich das mal so bezeichnen, eine Zunahme der Innovationshöhe. Es wird immer anspruchsvoller, wie dann Modelle oder wie die Applikationstechnik dann dementsprechend aussehen muss. Das Gleiche könnten wir jetzt bei der Entscheidungsunterstützung machen. Welche Maßnahmen könnte man dort nehmen oder welche Bewertungen? Und es ist die Nähe zum eigentlichen Wert, den wir haben möchten. Wenn ich natürlich etwas erkenne mit einer Optik, dann weiß ich, ich habe Septoria tritici oder ich habe dort eine Glätte stehen. Das heißt, da gibt es keine Diskussion, keine Interpretationsspielräume und ich kann sie dann dementsprechend auch beseitigen. Wenn ich jetzt natürlich einen Befall habe, das habe ich vorhin schon unter einem Prognosemodell, die Wahrscheinlichkeit für einen Befall ist sehr hoch von den Witterungsdaten her. Ich weiß aber nicht, ob ich einen Inokulum habe. Das heißt, da kommt natürlich dann eine gewisse Distanz zwischen dem, was meine Entscheidung triggert und dem, auf dem ich die Entscheidung basiere, eben auf diesem Modell dann hin. Ganz anders oder noch weiter Distanz kriege ich zwischen diesen, wenn ich im Endeffekt einen Vegetationsindex habe. Dann weiß ich natürlich, dass ein dichter Bestand, der einen höheren meinetwegen NDVI hat, dass der dann auch wirklich dazu führt, dass ich ein anderes Mikroklima habe. Aber dass es jetzt wirklich zu einer vermehrten, jetzt meinetwegen Infektion mit einem pilzlichen Erreger dann führt, das steht dann noch weiter in den Sternen, ob das dann wirklich auch eintritt, dieses Prognostizierte. Und wenn ich eine Korrelation habe, dann kann man meinetwegen sagen, okay, an der Stelle, wo der Boden meinetwegen eine hohe Leitfähigkeit hat, wird die Bodenfruchtbarkeit möglicherweise höher sein, die Nährstoffverfügbarkeit besser sein und deshalb wird da vielleicht ein etwas dichterer Bestand stehen. Und dann könnte ich daraus irgendwelche Ableitungen machen. Ist natürlich viel, viel weiter diese Distanz zwischen dem, was ich eigentlich bekämpfen möchte oder was ich eigentlich erreichen möchte und dem, wo mein Messwert dann oder mein Prognosewert dann sich befindet. Auf der anderen Seite können wir da dann auch noch Ableitungen machen und sagen, Mensch, wenn wir jetzt sehen, wir erkennen etwas und wir möchten es bekämpfen, dann heißt es aber auch, dass wir dort einen kurativeren Wirkstoff einsetzen müssen. Also wir müssen etwas haben, was dann wirklich das auch bekämpft und wirklich auch funktioniert und wir können keine protektiven Wirkstoffe einsetzen, weil wenn das Symptom schon gesetzt ist, dann komme ich mit einem protektiven Fungizid nicht wirklich hin oder ich kann auch jetzt meinetwegen keinen Bodenwirkstoff, der rein über den Boden wirkt und im Auflaufen hemmt, wenn jetzt meinetwegen der Ackerfuchsschwanz schon da ist, dann werde ich das dann dementsprechend mit solchen Wirkstoffen nicht hinbekommen. Dann brauche ich etwas Blattaktives. Das heißt, wir können auch schauen, welche Entscheidungsunterstützungstool erfordern dann auch welche Wirkstoffe bzw. welche Wirkungsmechanismen, damit das Ganze dann funktioniert. Und wenn ich weiß, dass es auf eine Korrelation aufgebaut ist, wo ich meinetwegen eine hohe Leitfähigkeit im Boden vorfinde, wenn ich die messen kann, und dann weiß ich ja, dass sich die Böden nicht verändern werden, zumindest in menschlichen Zeiträumen gesehen nicht. Und dann kann ich eigentlich sagen, okay, dort wird immer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit meinetwegen XY auftreten und ich kann dann vorher schon Gegenmaßnahmen einsetzen und kann dann eben auch sehr stark mit protektiven Pflanzenschutzmitteln dann arbeiten. So, das sollte so eine kleine Einführung gewesen sein, nach was man das sozusagen gliedern kann. Und jetzt möchte ich zwei große Schwerpunkte setzen. Der erste Schwerpunkt wird die Herbizidanwendung sein und der zweite Schwerpunkt wird die Fungizidanwendung sein. Um die Insektizidanwendungen möchte ich mich nicht drücken, aber da gibt es momentan nach meinem Informationsstand ziemlich wenig Möglichkeiten, wie wir jetzt durch Applikationstechnik da wirklich Aufwandmengen von Insektiziden dann verringern. Daher, dass wir normalerweise irgendwelche Flächen benetzen damit, also Blätter beim Raps und da müssen Insekten entweder die inkorporieren, indem sie Blattfraß betreiben,
schreiben. Und da braucht man eine gewisse Wirkstoffmengendichte, die eben auf diesen Blättern ist. Oder es muss, indem sie drüber laufen, an die Tarsen dann ansetzen. Und wenn wir da eben nur den halben Belag dann auf oder die halbe Menge an Wirkstoff aufbringen, dann ist eben auch die Wirkung sehr, sehr stark bei den aktuell vorhandenen Wirkstoffen dann auch reduziert. Also deswegen möchte ich jetzt mit den Herbiziden dann dementsprechend starten. Und auch da müssen wir uns Gedanken machen, in welchem Bereich kann überhaupt die Applikationstechnik eine Möglichkeit bieten, die Aufwandmengen dann bei den Herbiziden zu reduzieren. Und da wäre das Erste, dass wir das gliedern, nachdem, wie wirken die überhaupt? Sind es Wirkstoffe, die überwiegend über den Boden funktionieren oder sind es Wirkstoffe, die auch über das Blatt funktionieren? Nach diesen beiden möchte ich jetzt die nächste Folie gliedern. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wenn wir die jetzt noch feiner unterteilen, wie sieht es aus mit Wirkstoffen, die im Endeffekt Filmbildner sind? Haben wir ja viele, die wir im Vorauflauf einsetzen. Und da habe ich das jetzt bewertet, indem einmal in der ersten Spalte die Wirkstoffeinsparung drinsteht und in der zweiten Spalte habe ich noch, wie bedeutend sind diese Maßnahmen fürs Resistenzmanagement. Weil wir können ja nicht einfach sagen, okay, bei Wirkstoffen, die sich nicht durch eine Applikationstechnik in ihrer Aufwandmenge verringern lassen, die kann ich einfach vom Markt nehmen, beziehungsweise nicht in meinem Betrieb einsetzen, wenn sie aber fürs Resistenzmanagement extrem wichtig sind. Also, dass wir irgendwelche resistenten Arten überkommen oder dieses Risiko von resistenten Artenbildung dann minimieren. So, und da sieht es so aus bei den Filmbildnern, dass wir die eben bevor die Unkräuter auflaufen, dann dementsprechend schon einbringen. Deswegen ist das Einsparungspotenzial nicht besonders hoch. Deswegen habe ich das mal mit einer Null bewertet. Aber sie sind eben fürs Resistenzmanagement sehr, sehr wichtig, weil sie von WSSA-Klassen abstammen oder in SSA-Klassen eingeordnet sind, die eben gerade fürs Resistenzmanagement besonders wichtig sind. Ähnlich ist es, wenn ich wasserlösliche Wirkstoffe habe. Das heißt Wirkstoffe, die nicht oben aufliegen, sondern die auch ein bisschen in die ersten Zentimeter des Bodens hineingehen und Feuchtigkeit brauchen, um zu wirken. Die kann ich jetzt, wenn ich kleinräumig sie nur aufbringe und nebendran im nächsten Bereich sind sie nicht, dann können die sogar ein bisschen auseinander diffundieren. Das heißt, ich verdünne mir dann auch meine aufgebrachte Wirkstoffmenge, indem ich sie nicht flächig aufbringe. Also deswegen Einsparpotenzial ziemlich gering, das wir jetzt durch Applikationstechnik hinbekommen können. Aber fürs Resistenzmanagement ebenfalls ziemlich wichtig. Jetzt müsste man sagen, okay, warum bin ich jetzt überhaupt in die Bodenwirkstoffe hingegangen? Es gibt einen Grund, bei dem, auf dem eine mögliche Applikationskarte und somit auch ein Einsparpotenzial liegt. Und das sind Wirkstoffe, die im Endeffekt eine starke Interaktion mit der Bodenmatrix machen. Das heißt, die hängen sich an Boden hin und sind dann nicht so verfügbar. Zum Beispiel, wenn sie sich an Tonminerale hängen, das wäre ein Flufenacet, das wäre vielleicht aber auch ein Chlomazone, das wir da einsetzen können. Und Bodenkarten, wir wissen, wie unsere Böden auf den Feldern sind. Das verändert sich nicht sehr, sehr schnell. Und somit könnten wir dann auch sagen, okay, auf Sandstellen geht man vielleicht 120 Gramm von einem Flufenacet, auf Tonstellen 240 Gramm. Und somit hätten wir dann dementsprechend schon eine Applikationskarte erstellt, bei denen wir ohne Wirkungsverluste dann Wirkstoffmengen einsparen können, Klammer auf, wenn mein Feld eben eine Variation zwischen Sand und Ton dann dementsprechend hat. Ähnliches kann man mit dem Chlomazone zum Beispiel machen. Wenn wir dann weitergehen und uns anschauen, wie sieht es aus bei der Wirkung übers Blatt, dann müssen wir ein paar Szenarien unterscheiden. Da habe ich jetzt nicht so die Wirkungsmechanismen mir angeschaut, sondern verschiedene Szenarien. Das erste ist, wir haben einen jungen Bestand, wir haben noch keine Canopy, das heißt, wir haben keinen Bestandesschluss. Wir sehen Boden, wir sehen Pflanzen. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir die Benetzung irgendwo optimieren. Und da gibt es eine Möglichkeit, dass wir da eben ein bisschen Wirkstoff einsparen, indem wir vielleicht Doppelflachstrahldüsen oder sowas nennen. Vom Resistenzmanagement habe ich da jetzt mal eine Null hingeschrieben, daher, dass es WSSA 1 oder WSSA 2 Klasse ist oder früher ARAC A und ARAC B, die diese Bezeichnungen noch kennen. Und da ist das Resistenzrisiko einfach deutlich größer und deswegen tragen die nicht so zum Resistenzmanagement bei. Wenn ich die Penetration in die Pflanze optimieren kann, dass ich das schneller in die Pflanze hineinbekomme, dann kann ich möglicherweise etwas Wirkstoff einsparen. Fürs Resistenzmanagement sind wieder die gleichen WSSA 1 und WSSA 2. Also da brauchen wir uns dann dementsprechend jetzt nicht so große Gedanken drüber machen, dass wir das Resistenzmanagement beeinflussen. Und dann gibt es noch solche, wo wir schauen, dass wir die Anlagerung an die Pflanze optimieren. Das wäre zum Beispiel, dass wir, wo nie keine Pflanze ist, wird nicht appliziert. Wo eine Pflanze ist, wird appliziert. Dann machen, das wäre zum Beispiel, wenn wir ein Spot Spraying machen, wo es grün ist, kommt
Glyphosat hin. Wo kein Grün ist, kommt kein Glyphosat hin. Aber Sie merken schon, mit von der Kulturpflanze rede ich da nicht. Das Ganze könnten wir jetzt meinetwegen wie bei Blue River, dass wir eben Pflanzen erkennen und dann Wirkstoffe mit so einem Art Tintenstrahldrucker dann ausbringen, sodass wir das kleinräumig machen. Habe ich nachher noch ein Beispiel. Oder wir kommen auf Applikationskarten. Wir bestimmen, wo ist Sigitalflora und tun dann eben über Einzeldüsenschaltung das Ganze machen. Das Einsparpotenzial, je nachdem von der Anwendung, kann einmal auch bis zu 90% gehen. Deswegen habe ich da mal drei Sternchen bzw. drei Kreuzchen dann angesetzt. Und es kann auch zum Resistenzmanagement beitragen, wenn wir da vielleicht Wirkstoffe dann auch einsetzen können, die eben da besonders gut sind. Dann hat man last not least noch Bestände, die eine Canopy gebildet haben, also klassischer Applikationszeitpunkt, meinetwegen eine Distel zum Fahnenblattstadium oder so etwas. Da kommt es eben dann sehr, sehr stark auf die Benetzung an. Und da wären die Möglichkeiten, dass wir eben Düsentechnik haben bzw. teilflächenspezifische Düsenschaltung. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen weiter uns das anschauen, dann habe ich jetzt noch die Beispiele, die ich schon so ein bisschen angesprochen habe. Auf der einen Seite die Online-An- und Ausschaltung von Teilbreiten oder Einzeldüsen. Wo grün ist, wird gesprüht. Meinetwegen Amaspot, Weed It, See and Spray, je nachdem von welchen Herstellern. Ich habe ein ECT noch unten hingemacht, weil ich nicht garantieren kann, dass das sozusagen vollständig ist, diese Liste. Aber, wie schon vorhin angedeutet, sind meist Totalherbizide, sodass wir so Verunkrautung in einem Feld, das nicht von Kulturpflanzen bewachsen ist, dann beseitigen. Dann wäre die nächste Möglichkeit, wäre, dass wir Düsen mit hochaufgelösten UAV-Daten steuern, dass wir Applikationskarten erstellen, wie jetzt hier dieses Beispiel von Sam Dimension zum Beispiel. Oder, dass wir ganz neue Applikationskonzepte haben. Das wäre jetzt in dem Fall das, was ich schon angedeutet habe von Blue River, dass wir eben detektieren, was ist Pflanze, Kulturpflanze, was ist Sigitalflora, also die nicht erwünschte Pflanze dann in dem Fall. Und dass wir dann eben kleinräumig, wirklich so im Quadratzentimeterbereich dann unsere Wirkstoffe ausbringen und vielleicht auch konzentrierter ausbringen und dadurch sehr viel Applikationsfläche dann einsparen können, auf denen wir normalerweise Wirkstoffe verteilen würden. Das nächste, was wir machen können, ist, wenn wir das umsetzen möchten, brauchen wir ein paar Rahmenbedingungen. Und zwar müssen wir dann feststellen, dass unsere Applikationstechnik, so wie wir sie aktuell benutzen, so ist, dass die Düsen eine gewisse Überlappung brauchen, zweifach oder sogar ein bisschen mehr bei manchen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach munter drauf losschalten, dann haben wir das Problem, dass wir möglicherweise nicht die volle Aufwandmenge auf jedes Individuum, das wir eben bekämpfen möchten, dann hinbekommen. Ich habe jetzt hier mal so ein Beispiel, da unten stehen ein paar Unkräutchen rum und das oben soll im Endeffekt eine Pflanzenschutzspritze sein, die roten Punkte sollen Düsenstöcke darstellen und wenn wir jetzt hier ein Unkraut detektieren, dann ist es so, dass wir jetzt in dem Fall zwei Düsen anschalten, weil es genau zwischen den zwei Düsenstöcken steht und wir sehen dann sehr schön, dass wenn diese rote Kurve dann eben die Aufwandmenge ist, die dort appliziert wird oder die Applikationsmenge ist, dann sehen wir, dass das eben die volle Applikationsmenge abbekommt und in dem Bereich eben die Applikationsmenge sich reduziert, wo eben keine Pflanzen stehen. Wenn wir das jetzt in diesem Beispiel jetzt diese Pflanze so ein bisschen außerhalb der Mitte der Düse ist, dann sehen wir, dass die jetzt eben in dem Fall so knapp die Hälfte der Applikationsmenge abbekommt und das macht dann dementsprechend so, kann zu Problemen führen, möglicherweise auch zur Resistenzausbildung, wenn man es ein bisschen überspitzt ausdrücken möchte. Und da gibt es jetzt die Idee, müssen wir möglicherweise unsere Düsen ein bisschen anders machen. Düngerstreuer waren ja früher auch, dass wir ein dreieckiges Streubild haben. Heute haben wir eher ein trapezförmiges Streubild. Weil wir wissen ja, die Abstände zwischen den Düsenstöcken werden hoffentlich immer gleich sein und deswegen könnte man dieses Risiko möglicherweise wagen und hätte dann eben ein trapezförmiges Abfallen oder ein sehr steiles Abfallen der Konzentration und könnten dadurch das mit der Einzeldüsenschaltung deutlich einfacher, ohne dass wir bewerkstelligen, ohne dass wir eben diese abfallenden Wirkstoffmengen auf Pflanzen, die eben im Randbereich der geschalteten Teilbreite oder Einzeldüse dann dementsprechend sich befinden.
Was sind die Voraussetzungen, damit wir solche Einzeldüsenschaltungen machen können, damit wir kleinräumige Applikationen machen können? Und da habe ich jetzt so ein bisschen ein Beispiel herausgesucht, an was wir das festmachen können, wann sich so etwas lohnt und wann lohnt sich das nicht. Und da kommt jetzt nicht die Applikationstechnik ins Spiel, sondern jetzt kommen im Endeffekt die Wirkstoffe, die wir in den einzelnen Kulturen haben, ins Spiel. Schauen wir jetzt dann zum Beispiel dieses Wirkungsprinzip an. Ist es ein Bodenwirkstoff? Ist es Blatt- und Bodenwirksam oder ist es nur blattwirksam? Und da können wir uns schon mal sagen, wenn wir jetzt ein Kamerasystem einsetzen und wir sehen ein Unkraut und wir schalten dann ein, dann wäre es ja gut, dass wir eine Blatt- oder eine Blatt- und Bodenwirkung haben, weil nur so können wir es dann eben nachhaltig bekämpfen. Und wenn wir das jetzt in der Zuckerrübe zum Beispiel anschauen, dann sehen wir, dass die meisten Wirkstoffe eben Blatt- und Bodenwirkung haben, wenn wir an Etufomisat oder Methametron denken. Und wir haben im Endeffekt eine Blattwirkung, wenn wir jetzt zum Beispiel an Sulfonylharnstoff denken, den wir dann dort einsetzen können im Debüt. Zum Beispiel. Ganz anders sieht es aus, wenn wir eine Leguminose haben. Dort ist es so, jetzt sind deutsche Zulassungsbedingungen, dass eigentlich so der Hauptblock dort in der Bodenwirkung zu suchen ist. Heißt, wir haben Aklonifen und dann setzen wir bei einer Erbse oder bei einer Bohne dann entweder ein Prosulfocarb mit ein oder ein Boxer, beziehungsweise wir gucken, dass wir ein Pentimethalin mit dem Stomp dann dementsprechend reinsetzen und machen das dann auch noch vor Auflauf. Ganz klassisch Bodenwirkung. Und wenn wir dann mit Boden- und Blattwirkung gehen, gibt es welche, ist aber die Zulassungssituation bei Erbse und bei Bohne dann dementsprechend nicht so. Und wenn wir beim Raps anschauen, dann finden wir im Endeffekt die gesamte Bandbreite, wobei Inclomazone dann eher Bodenwirkstoff ist. Wenn wir jetzt an ein Metazaclor denken, Bodenblattwirkstoff. Und wenn wir dann eben an die Blattwirkung denken, das sind Dinge, die wir dann eben so zum Nachputzen nehmen können, im Fall, was durchgegangen ist. Schauen wir uns den Applikationszeitpunkt an. Dann ist es natürlich auch klar, dass alles, was wir im Vorauflauf machen, wir jetzt nicht mit Kamerasystemen machen könnten. Deswegen sind überall dort, wo da die Kreuze sind, wird es dann dementsprechend schon etwas schwieriger. Und im Nachauflauf ist es dann vor allem jetzt bei Rübe ganz gut. Wir können beim Raps, wenn wir nachputzen, irgendwas machen, um einen Ackerfuchsschwanz nachzuputzen, beziehungsweise irgendwas, was durchgelaufen ist, ein Klettenlabkraut oder so, das man dann eben mit blattaktiven Wirkstoffen dann noch beseitigen können. Also schränkt sich die ganze Geschichte schon etwas mehr ein. Und wenn wir jetzt noch die Anwendungshäufigkeit schauen, dann ist es ja oft so, dass wir zuerst eine flächige Anwendung mit einem Wirkstoff machen. Das sind die Modelle oder die Systeme, die es momentan gibt und die dann profitieren, dass wir dann eine wiederholte Anwendung mit ähnlichen Wirkstoffen machen. Das heißt, wir machen Spritzfolgen. Das sind da die Bereiche, wo man das am ehesten umsetzen kann. Wenn wir eine Einmalanwendung haben, dann ist die Sache im Endeffekt gesetzt. Wir machen unsere flächige Anwendung und diese zweite Anwendung, bei denen wir dann das Spot-Spraying oder sowas einsetzen können oder die kleinräumige Applikation, haben wir dann dementsprechend nicht. Oder wenn man eine Mehrfachanwendung mit diversen Wirkstoffen machen, wie jetzt meinetwegen im Raps, dass wir dann sagen, okay, wir gehen jetzt mit dem Clomazone vorne weg und gehen dann mit irgendeinem WSSA1-Klasse-Angehörigen dann ein DIM oder im Endeffekt ein FOP, mit dem wir dann den Ackerfuchsschwanz oder die Gräser rausnehmen, dann hat man nicht die Möglichkeit, dass wir das eben dann wiederholt teilflächenspezifisch dann machen, es sei denn, unsere Verunkrautung ist wirklich sehr grob und teilflächenspezifisch. Also da sehen wir, das gibt schon alleine, ob man das anwenden kann, hat etwas mit den Wirkstoffen zu tun und den Eigenschaften der Anwendung für diese Wirkstoffe, die wir eben in diesen Kulturen einwenden können. Deswegen in Zuckerrübe klappt das ziemlich gut, in Leguminose wird es dann schon ein bisschen schwieriger, das ist hoffentlich so rübergekommen und in Raps ist es dann ähnlich wie bei diesen Leguminosen. So. Das sollte jetzt dieser grobe Überblick sein über die gesamte über die Herbizide. Und jetzt möchte ich mit Ihnen noch ein bisschen einen Einblick in die Fungizide dann dementsprechend werfen, wie wir dort Wirkstoffmengen einsparen könnten. So, auch hier die Frage, in welchen Bereichen kann die Applikationstechnik die Aufwandmenge von Fungiziden reduzieren? Und auch hier müssen wir uns gewisse Fragen stellen. Das erste ist, wann können wir eine Applikationskarte anwenden? Es ist vor allem dann, wenn wir auf historische Daten aufbauen könnten. Das heißt, wenn in einem Feld eine Infektion regelmäßig wiederkehrend dann auftritt. Wir alle kennen das, dass meinetwegen bei Getreide oftmals Halmbruch immer an denselben Stellen wieder auftritt. Heißt also, da könnte man, wenn wir jetzt Halmbruchwirkstoffe einsparen möchten, sagen, okay, die applizieren wir nur an den Stellen, wo eben der Halmbruch regelmäßig in diesem Feld auftritt. Das wäre eine Möglichkeit, wo man sich mal eine Applikationskarte erstellen kann und dann die immer wieder dann
sozusagen nutzen kann. Eine andere Möglichkeit ist, wenn ich Erreger habe, die ich zum Beispiel mit Remote Sensing erfassen kann. Ich fliege mit einer Drohne drüber und stelle dann fest, dass ich zum Beispiel diese Rostellipsen dann da drin finde. Deswegen habe ich dieses Beispiel hier angezeigt oder aufgezeigt. Das müssen natürlich Symptome sein, die klar erkennbar sind. Wenn wir da jetzt irgend so ein kleines verstecktes Symptom haben, das man jetzt nicht ordentlich sehen kann oder nicht sauber bestimmbar ist, dann tut man sich da dementsprechend deutlich schwerer. Und was eine Voraussetzung ist, dass wir solche Wirkstoffe oder solche Methoden einsetzen können, ist auch, dass wir eben Fungizide haben, die auch eine Stoppwirkung haben. Denn was nützt es mir, wenn ich dann so eine Rostellipse im Feld detektiert habe und ich habe keinen Wirkstoff, mit dem ich diesen Rost dann dementsprechend runterstoppen kann, weil ich vielleicht nur noch protektive Wirkstoffe habe. Das heißt, ein Strobilurin brauche ich zu dem Zeitpunkt, das eine schöne Dauerwirkung gegen Rost erzeugen kann, nicht mehr einsetzen, weil die Stoppwirkung sehr begrenzt bzw. bezweiflungswürdig ist und dann brauche ich eben irgendein Azol, das dann diese Stoppwirkung dann macht. Hätte ich aber keine Azole mehr und die haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark ausgedünnt, dann sieht die Sache dementsprechend etwas schwierig aus, so eine Strategie dann umzusetzen. Heißt also, auch hier ist es so, wir brauchen die passenden Wirkstoffe mit den klassischen oder mit den passenden Stopp- oder Dauerwirkungskonzepten, damit wir dann eben so etwas in der Praxis dann umsetzen können. Das nächste ist, wir können es nicht nur über eine Applikationskarte machen, die wir klassischerweise offline erstellen, sondern wir könnten ja auch diese Variabilität in der Applikation online machen, indem wir irgendeinen Vegetationsindex bestimmen über meinetwegen Stickstoffsensoren oder was es sich da dementsprechend so anbietet. Und da könnten wir sagen, ganz klassisch, wo viel Biomasse ist, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, da haben wir ein anderes Mikroklima und somit auch eine ganz andere Infektionswahrscheinlichkeit oder Infektionsrisiko. Und da wäre es jetzt natürlich schön, wenn jetzt dieser Sensor sagt, meinetwegen NDVI als so ein Bestandessensor, dass wir dann, oder Index, dass wir dann dementsprechend sagen, okay, wo ich viel Biomasse habe, hohes Infektionsrisiko, da werde ich natürlich eine höhere Applikationsmenge dann anbieten bzw. aufbringen müssen, damit ich dort auch wirklich eine gute Stoppwirkung hinbekomme und aber auch die Dauerwirkung dann, dass ich da eben diese Fungizidmengen habe. Und gleichzeitig ist es natürlich das Ziel, dass ich an der Stelle auch eine Penetration in den Bestand habe. Denn es nützt nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel in 39 nur das Fahnenblatt schütze. Ich übertreibe das jetzt mal. Und ich würde das F-1 und F-2 nicht erreichen. Das heißt, ich muss jetzt an der Stelle, wo jetzt die Blätter möglicherweise sehr intensiv übereinander liegen, auch schauen, dass ich eine Bestandesdurchdringung hinbekomme. Und habe da natürlich ganz andere Ansprüche, als wenn ich jetzt eine Region befahre und mein Bestandesdichtesensor oder mein Stickstoffsensor sagt mir dann, ich habe wenig Biomasse. Da habe ich auf der einen Seite, wenn ich wenig Biomasse habe, ein ganz anderes Mikroklima. Es trocknet viel schneller ab, wir haben weniger Tauchstunden und somit werden etliche Erreger dort langsamer sich ausbreiten können oder gar nicht ausbreiten können. Deswegen habe ich dort ein geringeres Infektionsrisiko. Was heißt das jetzt für meine Applikation, wenn ich teilflächenspezifisch denke? Das heißt, ich kann ja dort auch eine geringere Aufwandmenge haben, denn das Risiko ist nicht so groß. Ich werde da viel, viel weniger Sporen haben. Somit kann ich mit einer geringeren Stoppmenge dann dementsprechend diesen frühen oder noch kaum vorhandenen Befall dann ausräumen. Und auf der anderen Seite brauche ich möglicherweise auch nicht die sehr lange Dauerwirkung. Ich brauche nicht meine 24 oder sogar längere Tage, wo ich eine Dauerwirkung hinbekomme, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die genutzt wird, ist minimal. Und aus dem Grund kann ich ja dann die Aufwandmenge runternehmen. Also auch die Wasseraufwandmenge von der Applikation. So, was heißt das jetzt aber gleichzeitig, wenn wir jetzt nicht plötzlich bloß noch mit 150 Liter Wasser sprühen, wenn ich jetzt sage, an die einen Stelle machen wir 300, auf die andere jetzt 150, halbe Aufwandmenge, dann wird natürlich auch der Druck im System deutlich zurückgehen. Und was kriegen wir? Wir kriegen ein grob tropfigeres Spektrum von unseren Düsen, ein Tropfenspektrum geliefert. Und wenn ich jetzt aber weniger Pflanzen dastehen habe, dann habe ich das Problem, dass natürlich diese groben Tropfen sehr schnell an den Pflanzen vorbeifliegen können. Da wäre es jetzt natürlich schön, wenn ich gleichzeitig ein
gute Benetzung hätte. Das heißt, ich hätte eigentlich gerne ein feines Tropfenspektrum, damit ich den dünnen Bestand optimal dann eben benetze und viel Wirkstoff auf den Bestand, auf die Blätter bekomme und die nicht irgendwo in dem dünnen Bestand dann dementsprechend durchfallen. Und da müssen wir jetzt ganz, ganz klar sagen, das widerspricht sich ja, geringe Aufwandmenge, niedriger Druck und dann hätte ich gerne eine feine Benetzung. Das heißt, es ist ein Ansatz, den ich mit einer ganz normalen Applikationstechnik nicht wirklich umsetzen kann. Und da müssen wir schauen, wie können wir das hinbekommen in Zukunft, wenn wir solche Ansätze fahren möchten. Das heißt, der erste Lösungsansatz wäre, wir nehmen steuerbare Mehrfachdüsenstöcke. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn ich eine kleine Düse drin habe, meinetwegen eine 0,15er und ich habe noch eine 0,4er, dann kann ich, wenn ich in einem dünnen Bestand bin, mit wenig Aufwandmenge, trotzdem noch ein relativ feines Tropfenspektrum fahren. Und wenn ich mit einer hohen Aufwandmenge dann dementsprechend mit einer 0,4er Düse, größere Bohrung, kann ich mit einem niedrigeren Druck fahren, obwohl ich eine höhere Aufwandmenge habe und habe dann dementsprechend ein gröberes Tropfenspektrum, das eben dann auch tiefer in den Bestand hineingeht. Das nächste, was ich tun könnte, ich könnte Dropleck-Düsen nehmen. Da zeige ich Ihnen nachher so ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Oder wir könnten über Pulsweitenmodulation sprechen. Das werde ich nachher noch ein bisschen intensiver erklären, was es mit dieser auf sich hat und warum die so spannend ist in der Applikationstechnik. Schauen wir uns als erstes an, wenn wir jetzt in Richtung Dropleck-Düsen gehen. Was sind die Rahmenbedingungen, die wir in Zukunft haben werden? Wir werden möglicherweise weniger Wirkstoffe im Fungizidbereich haben, die eine Kurativleistung haben. Sehen wir jetzt schon, dass eben diese Azol-Wirkstoffe etwas ausgedünnt sind, wenn man das so ausdrücken möchte. Wir sehen aber auch, dass die Formulierungen sich zum Teil verändern. Die werden träger, langsamer. Und wir müssen dadurch, durch die Applikation und durch die Benetzung, im Endeffekt die ein bisschen unterstützen, dass sie noch die gleiche Wirkung abrufen können. Oder wir haben eben Wirkstoffe, die eine geringere Xylemobilität haben. Das heißt, sie verteilen sich langsamer akrobetal. Das heißt, wenn ich sie auf den Blattgrund gesprüht habe, werden sie zur Blattspitze langsamer verteilt werden. Das heißt, Benetzung wird dann dementsprechend wichtiger. Oder wir müssen im Endeffekt schauen, dass wir die Wirkstoffe, die sozusagen so eine Kurativleistung haben, die aber nicht besonders stark sind, dass wir die in dieser Kurativleistung möglichst stark unterstützen, indem wir ebenfalls sie an die richtige Stelle bringen, mit der richtigen Belagdichte dann an diese Stellen bringen. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir möglichst viel Wirkstoff auch ans Zielort hinbekommen und es nicht irgendwie durch unseren Bestand durchfällt oder wenn es tief im Bestand wirken soll, dann dementsprechend nur auf dem Fahnenblatt dann sitzt. Das sind sozusagen die Rahmenbedingungen, die wir haben. Und jetzt müssen wir schauen, wie könnten wir da einen Weg finden, dass wir mit der Applikationstechnik diese Rahmenbedingungen sozusagen richtig adressieren. Und da wären die Lösungsansätze, dass wir sagen, okay, wir nehmen im Endeffekt mehr protektive Wirkstoffe in unsere Strategien hinein. Das ist jetzt nicht Anwendungstechnik, aber was heißt das? Das haben wir gemacht, bevor die ganzen Stoppwirkstoffe gekommen sind. Wir haben eben Kontaktwirkstoffe genommen und sind öfters drüber gefahren. Wir machen das ja heute noch im Ökopflanzenschutz. Wenn wir jetzt zum Beispiel Kupfer applizieren gegen Kraut- und Knollenfäule für Tophthora festans in Kartoffel, wir müssen regelmäßig immer wieder, wenn eine neue Blattetage gewachsen ist, dann dementsprechend diese schützen. Das heißt, wir werden oft drüber fahren. Ob das die Gesellschaft so spannend findet, wenn wir die Pflanzenschutzüberfahrten erhöhen, und da müssen wir nur nach Frankreich gucken, wo die ja zum Teil limitiert sind, ist, glaube ich, selbst beantworten, dass das vielleicht nicht die eleganteste Möglichkeit ist, wie wir das hinbekommen. Eine andere Geschichte wäre, wir könnten die Renaissance der Luftunterstützung haben. Allerdings hatten wir die ja schon auf manchen Betrieben ausprobiert und da sind wir auch nicht ganz so variabel. Wenn wir zum Beispiel mit zwei Luftvorhängen arbeiten, dann ist es so, dass es in der Mitte sehr stark nach unten gezogen wird. Tiefenwirkung kriegen wir dann, aber vielleicht oben in den obersten Organen, dass wir da eine erhöhte Anlagerung bekommen, braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl. Und das nächste ist, wir könnten die Einführung der dritten Dimension machen, waren wir ja vorhin schon. Zur Fläche kommt jetzt plötzlich der Raum. Das heißt, wir machen aus einer Flächenkultur eine Raumkultur. Weizen wird im Moment als Flächenkultur gesehen. Wenn wir den zu einer Raumkultur machen, kriegt man plötzlich die Tiefe mit noch hinein. Und da wäre jetzt so eine Idee, wir könnten Weizen auf einen 25 cm Reihenabstand setzen und wir nehmen Dropleck-Düsen, Doppelflachstrahler ran und dann können wir sozusagen von links und rechts direkt in diesen Weizen hineinsprühen und kommen, wenn wir es drauf anlegen, wirklich von der Halmbasis bis im Endeffekt zum Fahnenblatt oder gar zur Ähre hoch. Ich habe jetzt hier bloß beim Fahnenblatt mit meinem rosa Spritzfilm oder mit meinem rosa Spritzfächer da
dann das dementsprechend angesprüht. Und dass das in der Praxis klappt, wir machen da in Triesdorf so ein paar Tastversuche dazu, wie das funktioniert. Und es geht erstaunlich gut, dass das mit diesen Schleppschläuchen, wo diese Dropleckdüsen unten dran sind, dass die eben dann in dieser 25er Reihe dann optimal da drin fahren und sie bewegen sich relativ wenig. Also da waren wir am Anfang etwas, sagen wir mal so, pessimistischer, bis wir so die ersten paar Meter mit dem Ding gefahren haben und es dann ganz ordentlich funktioniert. Ist vielleicht noch ein bisschen Entwicklung, bis man das dann wirklich in die Praxis reinbekommen kann, aber es geht in die richtige Richtung. So, was sind die Beobachtungen? Ich möchte jetzt nicht Ergebnisse zeigen, weil das machen wir so das erste Jahr. Und was sind die Beobachtungen? Das erste ist, die Applikation ist überraschend problemlos. Das ist schon mal das Schöne. Das nächste ist allerdings, manche Formulierungen, wir haben so alles Mögliche, was am Markt war, da ausprobiert, mit 100% Aufwandmängeln, 50% Aufwandmängeln, das einfach mal so ein bisschen ranzutasten. Manche Formulierungen haben zu Blattnekrosen geführt. Das heißt, wenn sie flächig appliziert total problemlos waren, wenn man von der Seite gekommen ist, sozusagen als Raumkultur das Ganze gesehen hat, dann haben wir sozusagen plötzlich mal Blattnekrosen gehabt. Oder, was wir beinahe bei allen Formulierungen gesehen haben, ist, auf der Höhe des Düsenmunds oder wo das Düse ist, dort haben wir oftmals Blattnekrosen gehabt, beziehungsweise es kam zu Blattschäden, die eben dann von der Formulierung auch hergerührt haben. Spannenderweise, bei 50% Aufwandmenge deutlich weniger als bei 100% Aufwandmenge, ist ja aber auch logisch. Und das Nächste, was wir dann eben gesehen haben, ist, dass eine Aufwandmengenreduktion, in dem Fall wir haben bis zu 50% ausgetestet und dieses Jahr hatten wir ein Jahr, in dem ja Infektionsgeschehen doch gegeben war, dass das bei einigen Wirkstoffen zu einer reduzierten Wirkungsdauer geführt hat. Ich habe das ganz bewusst so formuliert. Man könnte ja sagen, wenn ich nur die halbe Aufwandmenge nehme, dann ist die Wirkungsdauer grundsätzlich reduziert. Aber bei manchen hat diese Reduktion, indem wir die Applikation geändert haben, nicht zu einer Verringerung oder zu einer signifikanten Verringerung der Wirkungsdauer dann dementsprechend geführt. Was natürlich so das Potenzial zeigt, dass wir da eben auch Aufwandmengen reduzieren können, ohne dass wir jetzt da in einem großen Bereich sind, wo man über Resistenzausprägungen oder Resistenzrisiken dann dementsprechend reden müssen. Wenn wir die ganze Sache jetzt von einer anderen Dimension sehen, gehen wir weg von den Dropleckdüsen und gehen hin zu einer ganz normalen Applikation und denken die jetzt einfach mal durch. Dann habe ich Ihnen jetzt ein ganz einfaches Feld mitgebracht und habe die Bestandesdichten jetzt mal eingezeichnet. Im unteren Feldteil, in der unteren Teilfläche haben wir 400 ehrentragende Halme oder zukünftig ehrentragende Halme. Wir sind jetzt vielleicht im Farnblattstadium oder auch ein bisschen früher. Und im oberen Bereich haben wir einen dichteren Bestand, da habe ich jetzt einfach mal 550 Triebe pro Quadratmeter hingemalt. Ob das dann ehrentragende Triebe sind oder nur die starken Triebe, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. So, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Was hieße das jetzt für unsere Applikationsmenge für Fungizide? Das würde heißen, wir nehmen jetzt meinetwegen bei Liter pro Hektar 150 Liter, wo es ein bisschen dünner ist, und 300 Liter, meinetwegen volle Aufwandmenge, wenn wir das so definieren, wenn wir jetzt in diesem etwas dichteren Bestand sind, mit einer höheren Zielehrenzahl, wenn wir das jetzt so ausdrücken möchten. Das können wir noch einfach umsetzen. Aber jetzt kommt ja diese dritte Dimension rein, die wir jetzt vorhin über die Dropleckdüsen technisch hinbekommen haben. Und die müssen wir jetzt schauen, finden wir da einen Weg, dass wir das auch ein bisschen einfacher hinbekommen. Und da habe ich jetzt verschiedene Tropfengrößen. Das heißt, einmal möchten wir dort, was ich vorhin schon beschrieben habe bei den Fungiziden, wo ich 150 Liter Wasser spritze, möchte ich ein feines Tropfenspektrum haben. Und einmal möchte ich dort, wo ich 300 Liter Wasser spritze, ein grobes Tropfenspektrum haben. Mit einem klassischen eine Düse Druck variieren, kriegen wir das nicht hin. Es gibt allerdings auch noch andere Ideen, wie man das hinmachen könnte. Es könnte ja sein, dass ich dort, wo ich wenig Wasser sprühe, grobe Tropfen gerne hätte und dort, wo ich viel Wasser sprühe, hätte ich gern feine Tropfen. Könnte ja auch sein. Oder ich habe die letzte Variante, ich möchte das Tropfenspektrum gar nicht variieren. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen. Ist es nur eine Denkübung, die ich Ihnen gerade eben zeige, oder hat das irgendetwas mit Logik zu tun, die auch eine pflanzenbauerische Relevanz hat? Und das ist das Erste, wenn ich ein Fungizid appliziere. Das habe ich vorhin schon zur Einleitung bei den Fungiziden Ihnen gesagt. Da möchte ich natürlich, wo ich wenig Wasser habe, möchte ich natürlich auch eine gute Anlagerung haben. Deswegen, weil der Bestand ja möglicherweise an der Stelle lichter ist, in dem Fall 400 ehrentragende Halme als Ziel, möchte ich ein feines Tropfenspektrum haben. Und dort, wo ich einen kräftigeren Bestand habe, mit 550 ehrentragenden Halme, mehr Fungizid dorthin bekommen möchte, dort möchte ich einen gröberen Tropfen, damit ich eine Durchdringung in die Tiefe hinbekomme.
Wie sieht es aus, wenn es andersrum ist? Das wäre ein Wachstumsregler, wenn ich egalisieren möchte. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen ein anderes Stadium, dass ich dann sage, okay, dort, wo ich wenig hin appliziere, wo ich wenig Wachstumsregler habe, dann möchte ich, dass es möglicherweise die großen Pflanzen trifft, die kleinen nicht. Also möchte ich gerne ein grobtropfiges Spektrum haben. Die großen sollen ja gebremst sein, wenn ich einen ungleichmäßigen Bestand habe. Die kleinen Pflanzen sollen nicht durch den Wachstumsregler so arg belastet werden. Da wäre jetzt ein grobes Tropfenspektrum gut. Und wenn ich jetzt in einem Bestand bin, der schon ein bisschen kräftiger ist, der braucht richtig Wachstumsregler, dann möchte ich auch gucken, dass ich die Penetration hinkriege und die Benetzung. Also hätte ich da gerne das umgedreht. Und wenn ich einen ganz normalen Wachstumsregler appliziere, es geht nur um die Wirkung und ich möchte nicht noch den Bestand egalisieren, dann ist mir eigentlich das Tropfenspektrum relativ egal. Dann nehme ich ein mittleres, habe ich das mal so salomonisch ausgedrückt. So, und wie kriegen wir das jetzt in der Praxis hin? Und da gibt es eigentlich nur diese eine Möglichkeit, die sich aus meiner Sicht momentan bietet. Und das wäre im Endeffekt diese Pulsmeidenmodulation. Und da möchte ich Sie jetzt so ein bisschen mitnehmen, warum ist die so hochinteressant aus meiner Sicht. Das Erste ist, wir müssen uns mal Gedanken machen, wie funktioniert überhaupt Pulsmeidenmodulation. Und da habe ich jetzt einfach einen Düsenstock über die Zeit. Und wenn es grün ist, ist er angeschaltet. Und wenn es weiß ist, ist er ausgeschaltet. Das ist jetzt eine ganz, ganz einfache Geschichte. Das ist so unser ganz klassischer Stand. Wir drücken auf die Teilbreite, sie schaltet sich an, Spritzfächer entfaltet sich und die ganze Sache appliziert los. Und wir haben eine Applikationsmenge, die jetzt hier in dem Fall mit diesem rosa Streifen auf 100% ist. Was passiert jetzt, wenn ich die Düsen immer wieder an, aus schalte und ich habe 50% Öffnungs- und 50% Schließzyklus, wir nennen das dann Duty Cycle, dann ist es so, dass wenn ich natürlich nur 50% offen habe, zumindest rechnerisch, wir nur eine halbe Aufwandmenge ausbringen. Das heißt, wir hätten jetzt plötzlich eine Mengenvariation mit derselben Düse gemacht. Und wenn ich jetzt diesen Duty Cycle vielleicht nur noch auf 30% oder 40% stelle, ich habe es ein bisschen extremer gemacht, das heißt, die Öffnungszeiten werden geringer im Vergleich zu den Verschlusszeiten oder geschlossenen Zeiten, dann sinkt die Aufwandmenge weiter ab. Das heißt, wir hätten jetzt eine Möglichkeit, mit einer Düse ein sehr, sehr breites Spektrum an Aufwandmengen abzudecken. Das wäre das eine. Das heißt, die Öffnungszeiten, der Duty Cycle, variiert den Ausstoß der Düse. Das ist sozusagen das erste Prinzip von dieser Pulsweitenmodulation. Und das nächste ist, wir können den Spritzdruck im Düsenstock natürlich jetzt nehmen, um das Tropfenspektrum zu bestimmen. Aber wir können jetzt natürlich Duty Cycle, die Öffnungszeiten, plus den Druck, den ich sozusagen auf das System gebe, kann ich voneinander trennen. Heißt also, letztendlich habe ich mit der Pulsweitenmodulation ein Tool, dass ich eben die Aufwandmenge weitgehend unabhängig von der Tropfengröße regeln kann. Ich muss nicht, wenn ich mehr sprühe, mehr Druck geben, sonst ich verändere ja den Duty Cycle und ich kann den Druck erhöhen und vielleicht dann den Duty Cycle dementsprechend reduzieren oder anpassen, sodass es dann zu meiner Aufwandmenge passt. Und was brauche ich da dafür? Im Endeffekt, dass das klappt. Ich brauche nicht nur einen Pulsweitenmodulationsdüsenstock, der das ermöglicht, sondern ich brauche im Endeffekt auch eine Düse, die gewisse Ansprüche hat. Und da möchte ich jetzt so die letzten paar Minuten drauf fokussieren. Was muss die Düse können? Das heißt, die Düse muss das Tropfenspektrum bei einer Druckänderung deutlich verändern. Heißt also, wenn ich viel Druck habe, soll es bitte fein sein. Wenn ich wenig Druck habe, soll es möglichst grob sein. Und sie soll aber trotzdem noch Abdrift minimiert sein. Das ist im Endeffekt die Grundvoraussetzung. Jetzt habe ich Ihnen hier einfach mal aus einer Publikation, unten rechts sollte eigentlich die Quelle stehen, die hat es ein bisschen abgeschnitten, zumindest auf meinem Monitor, habe ich Ihnen jetzt eine Düse mitgebracht, Hersteller ist mir im Endeffekt egal, die jetzt mit 200 mit 2 Bar gefahren worden ist, Kreischen, die mit 2,7 Bar gefahren worden ist, Dreiecke und die mit 4,1 Bar gefahren worden ist, Rechtecke. Und wir sehen jetzt auf der X-Achse den Duty Cycle 20%, 40%, 80% und 100% geöffnet. Oder sie ist in einen Standarddüsenstock eingespannt worden, diese Düse, oder eingebaut worden. Das wäre im Endeffekt das, was unter Standard steht. Und dann sehen wir im Endeffekt den mittleren volumetrischen Durchmesser, sozusagen, was ist im Endeffekt dieser Bereich. Und wir sehen, dass die jetzt zwischen einem Hochdruck mit 4 Bar und Niederdruck in diesem System mit in dem Fall 2 Bar, wenn man das genau anguckt, vielleicht noch 50,
50 μ ihre Düsen, den Druck oder das Düsen, das Tropfenspektrum dann dementsprechend verstellt. Nehmen wir eine andere Düse, ebenfalls eine 0,4er, aber ein bisschen anders aufgebaut, Doppelflachstrahldüse, dann sehen wir dann dementsprechend, dass wir dort irgendwo so 150 Mikrometer Variation plötzlich hinbekommen im Spray. Heißt also, mit der könnten wir das viel, viel besser hinbekommen, dass wir eben diese Penetration über Druck im Bestand dann regeln können, während mit der Düse auf der linken Seite wir das ziemlich schwerlich hinbekommen. Das nächste ist, die Düsen sollten in ihrem Tropfenspektrum unabhängig vom Duty Cycle sein. Jetzt hier ist ein Beispiel, ebenfalls eine 0,4er Düse. Hersteller oder Produkt ist mir jetzt egal, es geht um das Prinzip. Sehen wir hier, dass die zum Beispiel bei 2,0 Bar, das ist die durchgestrichene Linie oder durchgehende Linie, dass die eben von einem Duty Cycle von 20 ein Tropfenspektrum von 700 Mikrometer hat. Und wenn wir ein Duty Cycle von 80 haben, dann geht sie irgendwo in die 800 oder 900 Mikrometer dann dementsprechend hoch. Das heißt, wenn ich ein Duty Cycle verändere, verändert sich das Tropfenspektrum. Wäre jetzt für die Vision nicht ganz so optimal, die ich Ihnen vorstellen wollte. Und das nächste ist natürlich auch, wie verändere ich die Düsencharakteristik am besten? Und das ist etwas, wo ich ein riesengroßes Fragezeichen hinstellen muss. Denn ideal wäre es, wenn ich jetzt diesen mittleren volumetrischen Durchmesser nehme, der eben dann möglichst wenige unter 150 Mikrometer Tropfen hat, damit ich Abdrift minimiert bin und dann eben bei 250 steigt es dann stark an und dann nach 250 Mikrometer Tropfendurchmesser gibt es dann eben keine Zunahme mehr. Wenn ich jetzt so eine Düse mit einem höheren Druck oder niedrigeren Druck versehe, dann kann ich dadurch das Tropfenspektrum verschieben, ohne dass ich möglicherweise den Drift dann verändern kann. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, dass Düsen so reagieren, dass wenn ich dann meinetwegen einen hohen Druck anlege, ich einen höheren Feintropfenspektrum habe und das sehen Sie dann, dann ist es eben nicht, dass die Linie sich von der Abszisse löst, eben erst bei 150 Mikrometer, sondern jetzt in dem Fall habe ich es ein bisschen extrem gezeichnet, schon bevor 100 Mikrometer, das heißt, es ist eine richtige Nebeldüse und das macht dann dementsprechend dort Probleme oder hier, dass man eben dann den Tropfenspektrumanteil im höheren Bereich dann verändert. Aber was sich da im Endeffekt durchsetzen wird, muss ich wirklich sagen, ist so ein bisschen ein Fragezeichen, das wir aktuell nicht so richtig abschätzen können. So, komme ich zu meiner letzten Folie und dann möchte ich die ganze Sache zusammenfassen. Das Erste, was hoffentlich rübergekommen ist, nicht bei jeder Pflanzenschutzmaßnahme kann die Applikationstechnik zur Aufwandmengenoptimierung eingesetzt werden. Das ist hoffentlich rübergekommen am Anfang. Bei Herbizidanwendungen entscheidet die zur Kultur anwendbaren Wirkstoffe, ob im Endeffekt alternative Applikationstechniken zur Anwendung kommen können. Das heißt, ich kann die schönste Anwendungstechnik haben, wenn der Wirkstoff nicht dazu passt, dann muss ich es im Endeffekt lassen oder habe ich da Schwierigkeiten. Dann wollte ich Ihnen vorstellen, weg von der Flächenkultur hin zur Raumkultur, werden wir vielleicht Weizen und andere Kulturen möglicherweise mit einem 25er Reihenabstand machen, damit wir besser zwischen reinkommen mit Dropleg-Düsen oder auch sonstigen Anwendungstechniken, ist vor allem bei Fungiziden eine interessante Sache. Und Pulsweitenmodulation ermöglicht, zumindest perspektivisch, die Trennung von der Applikationsmenge und vom Tropfenspektrum und gibt uns ganz neue Perspektiven bei der Applikations, vor allem in Entwicklungsstadien, bei denen wir schon eine Canopy haben, also so eine Bestandesoberfläche, weil wir dann eben die Durchdringung unabhängig von der Aufwandmenge über die Tropfengröße dann steuern können. Das war im Endeffekt so ein kurzer Überblick, was man sich so vorstellen kann, was sich an der Applikationstechnik in Zukunft im Pflanzenbau ändert. Und ich hoffe, es waren ein paar ganz spannende oder interessante Einblicke dazu dabei. Vielen Dank. Ja, Bernhard, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich glaube, es kommt extrem gut raus, dass wir schon noch Stellschrauben haben, wo wir deutlich uns nach vorne entwickeln können. Einmal natürlich, wenn es darum geht, wie betrachte ich einen Bestand, Raumkultur, Flächenkultur oder auch Eindringtiefe. Auf der anderen Seite natürlich auch vielleicht der Ansatz, über technische Weiterentwicklung einfach die nächsten Schritte zu gehen. Genau, also definitiv. Und wenn man jetzt so alleine nur das Potenzial mal anschaut, ohne dass es jetzt in der Praxis ist, so was gerade eben so in der Spiel- oder Entdeckungsecke gerade eben sich bewegt von Technikherstellern oder von wissenschaftlichen Instituten, dann sind diese, auch wenn wir nicht wissen, wie Farm to Fork die 50% Aufwandmengenreduzierung hinbekommt, ob die jetzt
risikoabhängig oder wie das dann dementsprechend umgesetzt wird. Aber es gibt zumindest Wege, wie man in diese Richtung kommen kann, ohne dass man jetzt gleich sagt, okay, da wird gewisse Applikationen überhaupt nicht mehr möglich sein. Und eines müssen wir jetzt auch ganz klar sehen, wir werden in vielen Betrieben auch in Zukunft einen Pflanzenschutz machen müssen, weil die Alternativen, die Substitutionsmöglichkeiten, war jetzt nicht das Thema von dem Vortrag heute, haben auch ihre Pferdefüße und da müssen wir einfach so ein bisschen eine Risikoabwägung dann dementsprechend machen und wenn man die so ein bisschen nüchtern betreibt, dann werden wir in gewissem Umfang Pflanzenschutz auf jeden Fall noch weiter betreiben werden auf den konventionellen Betrieben. Und auch wenn wir in Öko schauen, da sehen wir, dass so Kupfersubstitute ist, so am Horizont sich aufzeichnen, die auch ganz spannende Applikationstechnik benötigen. Also die brauchen auch eine ziemlich gute Applikation, damit es dann dementsprechend ordentlich funktioniert. Also auch da wird Applikationstechnik sicherlich ein großes Thema in Zukunft sein. Vielleicht noch ein größeres Thema, weil die einfach nicht so gute Halbwertszeiten haben. Kupfer hat eine Halbwertszeit, ist ja das Problem davon, dass die zu lange ist. Unendlich, während im Endeffekt dann so organische Verbindungen möglicherweise, die sich so abzeichnen, nicht ganz so stabil sind und wir da eben in kürzerer Zeit die reinbekommen müssen. Und es ist auch wieder ein Job für Applikationstechnik, wie man das dann hinbekommen kann. Applikationstechnik und Formulierung. Genau, das wäre schon im Prinzip die Antwort für eine der Fragen gewesen. Okay. Du hast das perfekt getroffen. Und zwar war die Frage eben, was man bei Bioziden, bei diesem Gesamtpool Bioziden, wo man vielleicht momentan so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, was da daherkommen könnte, was wir da denn applikationsmäßig für Herausforderungen bekommen werden. Beziehungsweise auf was man aufpassen muss da in Zukunft. Ja, also das ist eine wirkliche Blackbox, also zumindest für mich aktuell noch, weil wir wissen nicht, in welche Richtung das läuft, ob das dann irgendwelche Mikroorganismen sind, die auf der Pflanze leben oder in der Pflanze leben, dass wir sie eben in die Stomata hineinbekommen müssen, was natürlich auch eine Applikationstechnik erfordert, oder ob wir dann irgendwelche pilzlichen Spezies drauf haben, die eine Grundbesiedlung machen, die dann dementsprechend so kleine, ich nenne die immer Schwächlinge wie Fusarien, die wir nicht ordentlich Grundbesiedlung da sind, gar nicht sich so schnell ausbreiten, dass wir da eine Konkurrenz irgendwo hinbekommen. Also, oder ob wir irgendwelche Nützlinge einsetzen, wie wenn wir jetzt zum Beispiel den Kontanz-WG angucken, ist ja auch im Endeffekt ein nützlicher Pilz, den wir dann eben freilassen, auch wenn viele Landwirte oder viele Anwender denken, ist ein Pflanzenschutzkanister drin, wird ein klassisches Pflanzenschutzmittel sein. Auch die haben Ansprüche jetzt meinetwegen an die Benetzung, damit die dann auch wirklich dorthin kommen, wo sie dann dementsprechend die Sklerotien dann parasitieren sollen. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, in welche Richtung das von den Applikationstechnik geht, weil jede Richtung, die ich gerade eben aufgezeigt habe, hat natürlich einen anderen Lösungsansatz. Einmal müssen wir die Benetzung ordentlich hinkriegen, das andere Mal müssen wir irgendwo gucken, dass wir ein Stomata hineinbekommen oder Stomata nah, damit sie dann eben in die Pflanze hineingehen können. Das nächste Mal möchten wir möglicherweise, um eine Grundbesiedlung von so einem Pilz hinbekommen, möglicherweise die Pflanze von oben und unten gleichmäßig benetzen, damit der Pilz sich dann dementsprechend dort etablieren kann. Also das sind auch diese Zielsetzungen so divers wie momentan die Ideen zu Bioziden dann dementsprechend sind. Zurück zu unseren Fragen. Wir haben eine Frage bekommen, du hast an zwei Stellen die historischen Daten angesprochen. Zu sagen, okay, wir werden vielleicht in der Zukunft in der Lage sein, im Vorfeld schon ein bisschen einzuschätzen, wo im Feld was passiert und brauchen dazu historische Daten. Was ist in der Einschätzung? Wie viele Betriebe sind wirklich heute schon in der Lage, Daten aufzubauen, um dann zukünftig auch auf so einen Datenpool zurückgreifen zu können? Ja, das ist eine schwierige Sache, je nachdem, auf welcher Ebene man das ansetzt. Wenn ich meinetwegen sage, okay, ich habe einen Bestand, der eben, oder ein Feld, das eben so tonige Ecken hat, oder ich habe einen Betrieb, ich habe drei tonige Ecken und der Rest ist eigentlich reiner Löss, dann werde ich auf den tonigen Ecken möglicherweise mit Gräser Probleme haben, auf den anderen nicht so, dann kann ich ja da schon ein bisschen teilflächenspezifisch, wenn ich das mal so auf historischen Karten dann Bekämpfungsstrategien aufbauen. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre jetzt mit irgendwelchen Sensoren übers Feld zum Düngen oder zum Wachstumsregler applizieren, wenn ich dann live irgendwie die oder online die Spritze steuern möchte damit, dann kann ich ja die Daten auch gleichzeitig aufzeichnen und kann mir dann im Endeffekt so eine Art Datenbank aufbauen und dann schaue ich, Mensch, in den meisten Kulturen ist hier an dem Eck im Endeffekt immer deutlich höhere Bestandesdichte, ich habe ein deutlich anderes Mikroklima dann könnte ich mir vielleicht auch eine historische Karte dann aufbauen. Aber da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil da muss ich ja dann schon so ein Sortieren machen, dass ich die richtigen Kulturen dann immer zusammengruppiere und so. Das in so eine Datenmaschine dann einfach Auswertungsmaschine reintun, egal ob Mais, Weizen oder Raps und dann
dann da eine Karte rauszuziehen, ich habe bewusst Kraut und Rüben gemischt, wenn ich das so nehme, dann kommt vielleicht auch nicht das raus, was ich dann dementsprechend haben möchte. Und das zeigt einfach auch, oder soll ein bisschen zeigen, dass diese ganze Sache deutlich komplexer ist, als wir uns das jetzt so vielleicht auf den ersten Blick dann dementsprechend vorstellen, wie ich mit historischen Karten arbeiten kann. Wo es natürlich super geht, aber wenig im Moment gemacht würde, aber wo man wirklich sich hinsetzen kann und es sehr einfach umsetzen kann, ist, wenn ich weiß, wie ist meine Reichsbodenschätzung oder von meiner Bodenproben her, wo ich dann weiß, wie die Bodenart ist und cluster dann einfach mal mein Feld in leicht und schwer, um dann zum Beispiel eine Flufenazet-Applikation, was ich gezeigt habe, oder ein Chlomazone. Dieses Jahr ist ja Chlomazone ein ziemliches Problem gewesen beim Raps, immer auf den leichten Stellen ist er ewig gelb gewesen. Hätten wir nicht unbedingt gebraucht, jetzt um die Herbizidwirkung hinzubekommen. Aber da hätten wir vielleicht die Aufwandmenge deutlich reduzieren können, ohne jegliches Risiko. Klammer auf, wenn wir es vorher gewusst hätten. Aber die leichten Sandinseln, die müssten wir eigentlich kennen und die dürften nicht wandern auf unserem Betrieb. Also das ist etwas, wo wir definitiv vielleicht einmal so ein bisschen historisches, also aus der Historie Kartenmaterial dann dementsprechend nutzen könnten, uns mal eine Applikationskarte für solche Fälle dann zusammenzubasteln, die wir dann auch wirklich jedes Jahr, indem wir sowas nutzen könnten, ohne eine große Weiterentwicklung dann einfach nutzen können. Also das wäre so, sagen wir mal, einmal machen, 10 Jahre nutzen Projekt dann. Ja. Wie würdest du das einschätzen? Ich sag mal, Fernerkundung Richtung Bestandesdichte, Richtung Blattflächenindex, ist das auch ein Weg, um sich ein bisschen Historie ins Haus sozusagen zu holen? Wenn ich keine große Variabilität habe, wenn meinetwegen, ich nehme immer dieses Beispiel, ein Bestand muss ja nicht unbedingt dünn sein, weil an der Stelle das Ertragspotenzial niedrig ist. Es kann ja sein, dass ich da letztes Jahr die Rübenmiete gehabt habe, daran kann ich mich erinnern. Es kann sein, dass eine Drainage geplatzt ist. Es kann sein, dass ich aus irgendwelchen Gründen dort mit dem Rübenroder dauernd umgerenkt bin oder so irgendetwas. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht Ecken vom Schlag abschreibt, die eigentlich gar nicht abzuschreiben sind. Aber definitiv, da könnte man das dann dementsprechend machen. Man muss einfach ein paar Jahre sich das anschauen und dann wäre für mich jetzt ein total undigitaler Ansatz, wenn ich dann so Ecken habe, die im Bestandesdichte oder im Vegetationsindex grundsätzlich ein bisschen niedriger sind. Aufs Handy laden, hat ja jedes ein GPS, mal rauslaufen so grob, einen Spaten mitnehmen, anstechen und sagen, hey, habe ich da nur ein Bodenbearbeitungsproblem oder sieht es da wirklich anders aus als auf dem ganzen Schlag? Also das validieren würde ich auf jeden Fall vorschlagen, um dann zu gucken, dass ich das Problem löse oder nicht, die Applikationskarte danach anpasse. Also das kann ich auf jeden Fall nutzen. Mhm. Sind wir wieder bei dem Punkt am Ende, bei allen Hilfsmitteln bleibt der Ackerbauer trotzdem gefordert und natürlich auch der Erfahrungsschatz, eben Rübenmiete, geplatzte Drainage oder ja, irgendwie ein Kalklagerplatz, Ähnliches in der Fläche noch zu wissen. Ja. Genau. Wir haben noch eine Frage bekommen, und zwar deine Einschätzung, wenn wir über Einsparpotenziale sprechen, tun wir uns leichter im Herbizid- oder im Fungizidbereich kurzfristig Einsparpotenziale zu realisieren? Sagen wir mal kurzfristig, wenn wir das nehmen, dann würde ich mal sagen, können wir Einsparpotenziale sicherlich im Fungizidbereich machen, wenn wir jetzt schon in Richtung, sagen wir mal, ein kurzer Weg wäre vielleicht, wenn ich mir eine Spritze mit Pulsweitenmodulation kaufe. Ich weiß, dass die Hersteller mit den Applikationskarten, so dass ich sage, ich mache eine Applikationskarte, ich mache eine Spraykarte und das soll bitte das Terminal fressen, noch nicht so weit sind. Aber das ist ja nicht Hardware, das ist Software. Da wird es ja hoffentlich eine rasante Entwicklung geben, dass da immer wieder ein Update dann dementsprechend kommt und da Funktionalität dazukommt. Ich denke, da hat man sicherlich etwas, was wir vielleicht nicht gleich umsetzen könnten. Oder mit den Dropleg-Düsen, das ist vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, da müssen wir noch ein bisschen rumspielen, wie weit wir dort kommen. Aber das ist so eine Idee, die man sicherlich auch einfacher umsetzen kann. Und es muss ja nicht wie in meinem Beispiel jetzt sein, dass wir einen 25er Düsenstock an unserer Versuchsspritze haben. Sonst, wir könnten ja auch in jede zweite von diesen Gassen dann reingehen oder von diesen Lichtschächten reingehen und kriegen dann möglicherweise trotzdem noch eine gute Benetzung hin. Aber dann habe ich halt das Gebaumel an der Spritze dran, was vielleicht nicht jeder haben möchte. Ich denke, da kriegt man das recht gut hin. Wenn wir mit so Applikationskarten arbeiten, was wir gerade besprochen haben, mit so Filmbildner, Bodenherbiziden oder sowas, das könnte man relativ schnell umsetzen, weil da hat man, wenn man eine Einzeldüsenschaltung oder eine nicht zu grobe Teilbreiten haben, eine Spritze, die variable rate fähig ist, das könnte man sehr leicht umsetzen, wobei natürlich da auch das Einsparpotenzial nicht ganz so riesig ist. Da kommen wir also vielleicht nicht auf die 50%, die sich manche erträumen würden.
Und so das höchste Einsparpotenzial, wenn wir jetzt Richtung Blue River gehen, mit diesem wirklich, dass man erkennen und dann wirklich ganz kleinräumig Herbizide applizieren, da kommen wir ja zumindest laut den Studien irgendwo zwischen 70% und 90% Einsparpotenzial hin. Das wäre also der nächste Sprung, aber da hat man ein komplett anderes Gerät rumstehen. Das heißt, es erinnert dann auch nicht mehr an eine Pflanzenschutzspritze und da muss man sich dann auch Gedanken machen. Im Moment wird es in Baumwolle in den USA ja schon eingesetzt in größerem Stile, aber dann wissen wir schon, okay, das wird sich dann eher auf wirkliche Reihenkulturen und nicht Flächenkulturen, die zur Reihenkultur gemacht worden sind, indem man weiter einen Abstand nehmen, dann möglicherweise weiter ausbreiten. Mhm. Also da ist wirklich so das Schnellste, was wir machen könnten, wäre Applikationskarte, wobei das ist die kleinste Schraube. Dann wäre das Nächste, dass man sagt, in Richtung Dropleg oder PWM dann seine Spritze aufzurüsten oder bei einer neuen Investition umzurüsten, dann bei PWM. Das wäre eine Möglichkeit, wo man dann, sagen wir mal, mittelfristig, vor allem im Fungizidbereich, was machen könnte. Allerdings müssen wir dann natürlich auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich habe das Düsenthema aufgemacht. Es ist nicht eine Lösung, das ist ein Fragezeichen, wo wir weiter dran arbeiten müssen, weil die Düsen ja plötzlich einen ganz anderen Job kriegen. Früher mussten sie nur benetzen, wenn ich es runterbreche, und abdriftarm sein. Und jetzt müssen sie noch Duty Cycle stabil sein von ihrem Tropfenspektrum her und auch noch bitte, wenn ich eine Druckänderung habe, auch noch möglichst eine große Variabilität im Tropfenspektrum haben. Das ist natürlich eine viel, viel mehr Aufgabe, die dann eben einer Düse dann zukommt. Verleitet mich schon gleich zu meiner nächsten Frage, Maschineninvestition, weil die Frage haben wir natürlich relativ oft, was muss ich denn oder aus deiner Sicht, was ist denn notwendig heute bei einer Neuinvestition, was so eine Spritze mindestens haben muss? Ich habe jetzt gehört, gut, PWM müssen wir diskutieren, könnte sein, dass das Schlüsseltechnologie wird, ja. Applikationskarten sollen wir verarbeiten können, ja, und Düsenteilung müssen wir uns anschauen, was da das Optimum ist. Gibt es so weitere Punkte, wo du sagst, das ist eigentlich unverzichtbar? Hast eigentlich schon das genannt, was ich so am, also über Düsenteilung müssen wir uns Gedanken machen, wenn wir wirklich so ein bisschen kleinräumiger schalten möchten, weil das wird ja auch eine Technologie werden, wo möglicherweise Anbieter sagen, ich düse dann mal über deine Reihenkultur ganz bewusst und Gras in Gras erkennen ist, glaube ich, noch nicht so die einfachste Geschichte, aber dann meinetwegen um Windenplatten im Mais zu kartieren und die dann dementsprechend mit dem Wuchsstoff wegzupusten, dann mit einer extra Überfahrt, da könnte man das meinetwegen das mit dem Schalten sehr, sehr schön hinbekommen. Ob es dafür jetzt Einzeldüsenschaltung sein muss oder eine kleine Teilbreitenstückelung, das ist dann, ja, sagen wir mal, ein ökonomisches Ding, wo da der Break-Even-Point liegt. Das hat nichts mit Pflanzenbau und Technikaffinität dann dementsprechend zu tun in den meisten Betrieben. Aber das wäre etwas, was man auch ziemlich schnell umsetzen könnte und was das ist. Und dann das PWM, denke ich, ist etwas, was wirklich sich an der Technik, da seid ihr oder du bist ja da ein bisschen näher dran, sicherlich schon einen Ausreifungsgrad hat oder sicherlich an den Düsenstöcken nicht so viel ist. Düsen kann man sich ja immer wieder neue reinkaufen, die verschleißen ja regelmäßig, sodass man da jetzt nicht das größte Risiko hat, im Fall man da nicht die optimale dann gleich reingekauft hat. Und habe ich ja schon angedeutet, es wäre schön, wenn man das softwaremäßig hinkriegen würde, nicht nur eine Applikationskarte, sondern eben auch eine Druckkarte oder eine Spraykarte da dementsprechend hin. Aber das ist eine Software-Sache, die sicherlich abzudaten ist regelmäßig. Genau. Auch mit der Gefahr, dass uns vielleicht die Regie nicht mehr mag, eine letzte Frage möchte ich nur hinterher schieben. Du hast im Bezug auf Fungizide gesagt, naja, wir sehen ja, dass Fungizide die echte Kurativleistung haben, dass wir da tendenziell Wirkstoffe verlieren. Nicht nur tendenziell, sehr, sehr offen. Also wenn man die Anzahl an Azolen sehen, die jetzt, dann hat man ja drastisch geschröpft. So, wir haben ja eigentlich, wenn wir Septoria tritici angucken, noch zwei große. Ja. Und dann ist die Sache ja dann schon etwas eingeschränkt mit dem Protioconazol und Mifentrifluconazol. Und dann dünnt sich es ja dann schon sehr stark aus. Ja. Aber ist das nicht eigentlich ein Widerspruch, die Zulassungsthematik jetzt und das, was wir eigentlich verfolgen wollen? Das heißt, wenn wir weniger Kurativthemen haben, werden wir trotzdem wieder mehr mit Protektivthemen unterwegs sein? Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Das ist schon ein Widerspruch. Wenn wir jetzt sagen, wir bekämpfen nur, was wir sehen, dann sind wir eben von den Kurativwirkstoffen dann dementsprechend abhängig. Das ist genau das Gleiche, wenn wir jetzt zu den Herbiziden gehen. Wenn ich nur bekämpfe, was ich sehe, dann brauche ich etwas, was blattaktiv ist. Oder zumindest boden- und blattaktiv. Mhm. Aber Sie haben es ja vorhin gesehen, beim Resistenzmanagement sind da wenig Kreuzchen, weil die sind meistens aus WSSA 1 und WSSA 2 oder früher ARAG-A, ARAG-B, also Sulfonylharnstoffe und ACCase-Inhibitoren, die eben sehr stark resistenzgefährdet sind oder schon resistenz
Probleme haben. Und was setzen wir dann ein? Dann setzen wir im Endeffekt Dinge ein, die eben Vorauflauf, also wenn wir jetzt an ein Flufenacet denken oder wenn wir jetzt meinetwegen Raps an einen Kerb denken, das wird dann auch eher mehr oder weniger flächig, weil es sich auch ein bisschen nachverteilt und wenn man das jetzt bloß so spotmäßig ausbringt, dann vielleicht auch die Konzentration nicht hinbekommen, so weiter. Also unsere Resistenzbrechmechanismen oder Sanierungsmechanismen sind eher nicht so auf der. Wir warten, bis wir sehen und dann applizieren wir Geschichte. Also da haben wir schon so ein bisschen zwei Seiten der Medaille. Der Medaille, genau. Ja, ich denke, die Diskussion könnte man natürlich jetzt ausweiten. Ich habe das große Glück, dass wir uns heute Abend nochmal sehen in unserem Live-Talk und ich denke, dass wir da auch das ein oder andere Thema nochmal intensiver aufbereiten können. Bernhard, für jetzt schon mal vielen Dank für den super spannenden Vortrag. Okay, vielen Dank und schönen Abend noch. Ja, wir sind mit dem Block durch. Ich freue mich natürlich, dass wir dann nahtlos mit dem nächsten Thema in Horst Live weitermachen dürfen. Dankeschön.